Ihr könnt euch sicher gar nicht denken, worum es heute geht, ne? Ich versuche mich kurz zu halten, aber es geht um Onboard-Kamera-Monitore. Monitore würde ich erstmal in zwei wichtige Kategorien einteilen, und zwar in 5 Zoll und 7 Zoll Monitore. Wer hier schon länger zuschaut, weiß, dass ich mit Monitoren schon sehr lange immer wieder Kämpfe führe. Und deswegen haben wir viele, hauptsächlich von Atomos und Small HD. Jetzt kam hier was Neues bei mir im Postfach an, und zwar, ich will das so hinhauen, aber es muss auch im Bild sein. Ein 6 Zoll Monitor von Andy Cine, das ist eine eher günstigere Marke, der kostet 180 Euro stand jetzt, oder als ich das hier gerade live nachgeschaut habe. Und das Spannende finde ich eben, es ist ein 6 Zoller. Ich frage mich, ist das vielleicht die Größe, die man gebraucht hat, oder doch nur irgendwie einfach ein ungewohntes Zwischending, was kein Mensch benötigt. Ich habe keinen Bedarf an noch einem weiteren Monitor, deswegen werde ich den hier verschenken. Aber bevor ich das mache, nehme ich ihn mir dann Set und schau mal, ob er prinzipiell meinen über 2000 Euro teuren Small HD Cine 7 ersetzen könnte. Nee, natürlich nicht. Obviously nicht. Hast du nicht auch irgendwie diese völlig überzogenen Vergleiche, die hier auf YouTube ab und zu gemacht werden? Und ich mir denke, ein 190-Euro-Monitor kann natürlich nicht gegen 2000-Euro-Monitor klarkommen. Das wäre völlig wahnwitzig. Es waren jetzt auch wirklich die toughesten Set-Bedingungen. Es war nämlich ein sonniger Tag, die Sonne stand ziemlich hoch, und das ist für einen Monitor in der Regel so ziemlich die härteste Bedingung, die geht. Und ich habe auch gemerkt, da knickt der Andy Cine ein bisschen ein, weil er ist einfach nicht hell genug für so einen sonnigen Tag. Er hat diese Sonnenblende dabei, die hilft ein bisschen, aber er spiegelt dann trotzdem noch sehr. Und ist, glaube ich, sogar ein Ticken dunkler, auch auf voller Helligkeit, als mein C300 Standard-Display, was dran ist. Und das heißt eigentlich schon einiges. Dementsprechend positioniert sich der Andy Cine auch ganz klar nicht im Profibereich, was völlig okay ist, ne? Das will ich nur einfach aus dem Weg schaffen. Hat mir auf jeden Fall nochmal dabei geholfen zu appreciaten, wie krass gut der Small HD eigentlich doch ist und dass sich die Investition total gelohnt hat, immerhin. Das heißt, der Andy Cine richtet sich auf jeden Fall eher an Einsteiger, an Leute, die vielleicht den Schritt zum ersten Monitor machen wollen. Und dafür, finde ich, hat er auch einige tatsächlich coole Vorteile. Das erste Ding, was bei dieser Bauart immer cool ist, die sind schweineleicht. Das Ding wiegt wirklich gar nichts, ist halt auch eher so, wahrscheinlich so ein Aluminium-Plastik-Gemisch oder sowas in der Richtung. Ist super, super lightweight, das heißt, an einer kleinen Spiegelreflex- oder spiegellosen Kamera stört er nicht so immens. Und ich finde, die 6 Zoll sind tatsächlich eine angenehme Größe, weil es auf jeden Fall groß genug ist, um was zu erkennen, aber nicht so groß ist, dass es wieder direkt klotzig wird. Er läuft über NPF-Akkus, und in der Regel, dadurch, dass hier keine Recording-Funktion oder irgendwas ist, ist die Akkulaufzeit von den Teilen auch immens lang. Gerade dadurch, dass die Helligkeit jetzt auch nicht so krass ist, geht das in der Regel ziemlich gut klar. Ich würde mal sagen, mit 2 kommt man wahrscheinlich easy durch den Tag. Hängt natürlich immer davon ab, welche Marke und Co. und wie durchgenudelt. Der Monitor hat ein HDMI-In und ein HDMI-Out und hier auch ein DC-In, das heißt, über 12 Volt kann man den speisen. Es gibt außerdem noch ein DC-In über USB-C, was bestimmt auch für einige cool sein könnte. Und auch wenn ich das nicht kenne, habe ich das inzwischen häufiger gehört, dass Leute das machen, tatsächlich ein DC-Out. Das heißt, man kann über den Monitor und den NPF-Akku, der im Monitor dran ist, seine Kamera verstromen. Das Workflow, den habe ich noch nie selber gemacht, aber den habe ich schon häufiger irgendwie in Kommentaren gelesen. Scheint dementsprechend relevant für einige zu sein. Kann man hiermit auf jeden Fall machen. Außerdem gibt es auch einen Kopfhörer-Eingang-Mini-Klinke. Chillig auf jeden Fall, die Sunhood kann man hier einfach über einen Klettverschluss befestigen. Und wenn man den nicht braucht, kann man auch einfach. Ja, man sieht hier schon, das ist schon eine relativ spiegelige Angelegenheit. Und um diese Spiegelung zu bekämpfen, braucht man super viel Helligkeit. Und das bieten eben nur Monitore mit einer wirklich, mit einem ganz anderen Preispunkt. Als Monitor muss man sagen, der hat alles, was man braucht. Es gibt die typischen Belichtungshilfen, Peaking und so weiter und so fort. Da mangelt es eigentlich an nichts. Alles relativ simpel gehalten, ist auch ein Touchscreen mit drin. Außerdem kann man den Monitor komplett über 8 Buttons hier oben steuern. Es gibt Schnellfunktionsbuttons. Also eigentlich alles okay. Es ist nicht so richtig geil, aber es ist alles völlig in Ordnung.
Oh, was noch cool ist zum Lieferumfang. Also, wie gesagt, erstmal hier die Sonnenblende, die dabei ist. Und es gibt dieses Case, das ist ganz nett zum Transport. Gerade wenn man noch nicht irgendwie mit so viel Zeug ausgestattet ist, wie es bei uns der Fall ist. Und was hier dabei ist, und das finde ich tatsächlich ziemlich nice, ist ein NPF-Akku. Ein kleiner, der hat auch so einen USB-C-Out-Anschluss dran. Und ich glaube, damit kommt man auch schon ein paar Stunden durch. Und der ist einfach mit enthalten. Außerdem ist hier auch ein HDMI-Kabel drin. HDMI auf Micro-HDMI. Oh geil, das Beste habe ich noch gar nicht gesagt. Was es hier nämlich gibt, was ich früher immer wollte, ist eine Monitorhalterung für einen Blitzschuh. Die hat jetzt leider hier ein Mini-HDMI, die 80D. Deswegen kann ich leider den Monitor nicht anschließen, aber ich finde diese Monitorhalterung schon ziemlich cool. Man kann hier ohne irgendeine Bremse zu lösen auch den Winkel anpassen. Das finde ich schon ziemlich nice. Zack. Und so schnell hat man irgendwie ein kleines Ready-to-go-Setup. Und hier ist, wie gesagt, alles dabei. Also vielleicht das passende HDMI-Kabel, je nachdem, was für eine Kamera man hat. Deswegen kommen wir jetzt mal zum spannenden Teil. Ich werde diesen Monitor, wie gesagt, verschenken. Und wie ich das bei den Gewinnspielen hier oder bei den Giveaways immer mache, würde ich gerne wieder auf eine Spendenbasis gehen. Und zwar nicht an mich, sondern dass ihr, um teilzunehmen, an irgendeine gemeinnützige Organisation spendet. Egal wie viel, egal wohin. Irgendwas, was ihr für sinnvoll erachtet, fände ich total cool. Letztes Mal war es so, dass ich euch gesagt habe, hey, schickt mir doch einfach irgendwie den Beleg zu, könnt alles wegschwärzen und so. Das war ein bisschen aufwendig, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Deswegen gehe ich diesmal ein bisschen auf eine Vertrauensbasis und würde mir von euch wünschen, dass ihr einfach einen Kommentar hier reinschreibt, an wen ihr gespendet habt und warum. Und dann glaube ich euch das einfach und hoffe, dass ihr so, ne, zu eurem Wort steht. Deswegen, spendet was, Leute. Spenden ist total nice, total wichtig, finde ich auch. Total sinnvoll. Ich mache das auch total gerne zu Geburtstagen und Co. Ich verschenke inzwischen keinen Kladderadatsch mehr, sondern spende im Namen des Geburtstagskindes. Und auch wenn ich selber Geburtstag habe, wünsche ich mir am meisten, dass man spendet, anstatt noch irgendeinen Staubfänger für zu Hause zu besorgen. Falls ihr Empfehlungen von mir wollt, ich spende total gerne an die Ocean Cleanup. Ich spende total gerne an lokale Tierheime. Aber wie gesagt, ihr seid da völlig frei. Macht, was ihr für wichtig haltet. Teilnehmen könnt ihr bis zum 15. Oktober 2023. Das habe ich mir jetzt einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, um irgendwie ein Enddatum zu haben. Ich werde dann alle KommentatorInnen zusammen in irgendwie so eine Liste setzen und dann per Random Faktor irgendjemanden auslosen. Auslosen? Das ist der richtige Begriff. Von daher, ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Ich freue mich, wenn ihr was spendet. Ich freue mich, wenn ihr dieses Gerät haben wollt und in Einsatz bringen wollt. Und ja, that's it. Vielen Dank und bis bald. Klar, falls ihr noch Fragen zum Anycine-Monitor habt, stellt die gerne auch in die Kommentare und ich versuche, die dann zu beantworten. Ich hoffe, ich kann sie auch beantworten.